Ich heiße Sie alle herzlich willkommen zu der Session Der Einsatz von freier Software in der Lehre. Ich freue mich, dass Sie heute alle da sind und weise Sie auch gerne darauf hin, falls Sie Fragen haben, können Sie sich gerne seitlich links in der Navigationsleiste unter Q&A Ihre Fragen stellen. Und ja, damit übergebe ich auch an unseren heutigen Speaker, Lars Kiso. Ja, hallo zusammen. Die letzte Session des Tages quasi. Ich hoffe, ihr seid noch alle fit. Ich blende hier mal ganz kurz die Präsentation ein. Ich habe eine mitgebracht. Diese Präsentation könntet ihr, glaube ich, auch selber noch groß machen, falls ihr das braucht oder sowas, beziehungsweise verschieben. Also man kann sowohl unten rechts die Präsentation in den Vollbildmodus verschieben, als auch eben die Größe einfach so verändern. Ja, genau. Ich habe als Thema mitgebracht freie Software in der Lehre. Vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen vorweg. Wer bin ich eigentlich? Was mache ich eigentlich? Und warum kann ich überhaupt irgendwas zu diesem Thema sagen? Ich arbeite für den ELAN e.V. Der ELAN e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, grundsätzlich gegründet von niedersächsischen Hochschulen und beschäftigt sich irgendwie mit Digitalisierung in der Lehre. Das Ganze schon relativ lange und auch ja, im Grunde genommen in allen möglichen Bereichen. Das heißt, es gibt didaktische Beratungen, irgendwie, es gibt irgendwie eine Rechtsberatung, also ja, so das übliche Urheberrecht und so weiter. Ich komme so ein bisschen aus dem Bereich Software-Einsatz und auch Softwareentwicklung, wo wir eben ja, mit Hochschulen eigentlich weltweit mittlerweile zusammenarbeiten. Also das ist jetzt auch nicht mehr nur auf Niedersachsen beschränkt, wobei unser Kern schon noch irgendwie im deutschsprachigen Raum liegt. Und ja, beraten so ein bisschen, was kann man einsetzen, wie kann man das einsetzen und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch gerade etwas, was dieses Jahr nochmal ja, sehr, sehr gefragt ist. Und dieses Thema Open Source Software ist zum einen so ein bisschen was mir persönlich auch nahe liegt. Also ich bin auch durchaus ein Enthusiast, wenn es um freie Software geht. Was aber habe ich so manchmal das Gefühl auch in beide Richtungen überinterpretiert wird. Also es gibt Leute, die sagen, ja, freie Software auf jeden Fall, alles andere ist völliger Unsinn. Und das Gleiche gibt es eben auch in die andere Richtung. Ja, natürlich muss man Sachen kaufen. Freie Software kann man auf keinen Fall einsetzen. Und naja, da gerade dieses Jahr hatte ich noch mal eine ganze Menge Gespräche in diesem Bereich und ich dachte, ich bringe das Thema einfach mit und versuche mal einigermaßen neutral auch irgendwie so Vor- und Nachteile von freier Software mitzunehmen. Wie gesagt, im Grunde genommen gilt das auch grundsätzlich für den Einsatz von freier Software als Dienstleistung an beliebigen Institutionen. Aber natürlich irgendwie, sagt meine persönliche Erfahrung ist vor allen Dingen an anderen Hochschulen und Universitäten. Also von daher, das bringe ich da so ein bisschen mit, diesen Fokus. Ja, genau. Dieses Jahr habe ich auch vor allen Dingen mit zwei Open Source Projekten zu tun gehabt und da irgendwie beraten und geholfen. Das sind BigBlueButton und OpenCast. Vielleicht haben das die einen oder anderen schon mal gehört. BigBlueButton ist ein Videokonferenz-Tool und dieses Jahr ist ja so ein bisschen das Jahr der Videokonferenz. Das heißt, da wurde es an sehr, sehr vielen deutschen Hochschulen in Einsatz gebracht, um, naja, eben digitale Lehre abzubilden und da dann tatsächlich auch digitale Lehrveranstaltungen drüber zu machen. Das ist in gewisser Weise dann so ein bisschen das, was wir hier jetzt ja auch machen. So, und das andere Projekt ist OpenCast. OpenCast ist auch eine freie Software. In dem Fall hat es auch was mit Video zu tun, allerdings eher Videoaufzeichnung, Verarbeitung und dann Publikation. Also so ein bisschen mehr im Video-on-Demand-Bereich. Man kann da auch ein bisschen Livestream drüber machen, allerdings weniger so im Videokonferenzbereich, mehr im wirklich Streaming-Bereich. Und es hat auch ein Self-Recording-Studio. So, und da haben wir Hochschulen beraten, wie kann man sowas im Einsatz bringen, was muss ich vielleicht auch an Infrastruktur mitbringen und naja, was muss ich ja vielleicht auch haben, ohne dass es keinen Sinn macht, das zum Einsatz zu bringen oder so. Genau, das so ein bisschen zum Background von dem Ganzen.
Dann springen wir mal rein, proprietäre gegenüber der freien Software. Und wie gesagt, wir gucken einfach mal an, was es da so gibt. So eine kleine Warnung vorweg, wenn ihr später sagt, auf dieser Folie, auf Folie 7 in der dritten Zeile stand doch das und das und das und das stimmt doch gar nicht bei diesem speziellen Projekt, dann könntet ihr durchaus recht haben. Das sind natürlich jetzt eher so Faustregeln und Verallgemeinerungen. Im Grunde genommen, alles, was ich hier sage, heißt nicht, dass man jetzt das Gehirn ausschalten darf und sagen kann, das ist immer so und Lars hat es gesagt und ich muss das jetzt so machen. Sind eher so als Anregung gedacht und wirklich mal so ein bisschen Gedanken, wie kann ich darüber nachdenken, was ist vielleicht sinnvoll und so weiter. Und es sind schon Sachen, die eben häufig so sind, aber wie gesagt, Gehirn abschalten hilft da dann doch nicht. Ja, wir fangen an mit dem proprietären Part. Was heißt irgendwie proprietär? Naja, in dem Hochschuleinsatz ist das meistens ja, dass ich das ausräumen will, dann ist das meistens so, dass das Software ist, die ich lizenzieren muss beim Hersteller. Das ist natürlich eine sehr vage Beschreibung, tatsächlich eine klarer oder die klarste Beschreibung, die es eigentlich für freie Software gegenüber proprietärer Software gibt oder Open Source Software und freie Software, ist da auch nochmal so ein Thema, sind eigentlich die Definitionen von der Free Software Foundation und der Open Source Initiative. Auch das sieht man schon, es gibt mehrere, ist nicht super klar, aber im Grunde genommen, wir sprechen meistens bei proprietär eben über etwas, was ich in gewisser Weise Lizenzkosten habe, wo ich einkaufen muss im großen Stil. Ja, und freie Software heißt meistens eben, ich darf es frei weitergeben, ich darf es auch frei verändern und habe da weniger Restriktionen. So, und bei dieser Definition soll es jetzt einfach mal bleiben. Wer möchte, darf mich gerne später anschreiben oder ansprechen, auch im Showcase oder sowas, und dann kann ich auch eine genauere Definition liefern, aber es soll ausreichen. Genau, wenn wir mal so proprietäre Software angucken, dann ist ein Pluspunkt tatsächlich häufig, dass ich relativ einfach daran komme und ich kann es relativ einfach einkaufen. Das liegt einfach daran, weil ich natürlich Firmen dahinter habe, deren Interesse ist, es ist, dass ich das Ganze bekomme. Das heißt, wenn ich jetzt zu einem Thema sage, ich möchte gerne irgendwas in diese Richtung haben, dann habe ich quasi schon drei Vertreter vor meinem Schreibtisch stehen, die sagen, kaufen Sie dies, kaufen Sie das oder kaufen Sie jenes. Und das ist an vielen Stellen dann natürlich etwas, was einem ganz gelegen kommt, weil ich dann den Flyer in der Hand gedruckt bekomme und darüber gehen kann und relativ einfach eben daran komme. Ich muss mich nicht besonders tiefgehend mit diesem Thema beschäftigen. Man sieht schon immer so ein bisschen, das ist kein Absolut. Sich damit zu beschäftigen oder mehr damit zu beschäftigen, hat natürlich auch definitiv Vorteile. Aber das ist sicherlich etwas, was gerade am Anfang dieses Jahres durchaus mal bei einigen Hochschulen wichtig war. Wir brauchen eben jetzt was. Wo kriege ich was her? Ich habe keine Zeit zum Planen. Das kann ich da in Einsatz bringen. Zweite Sache, die heutzutage immer mehr wird, ist eben, dass bei vielen Sachen Hosting mit inklusive ist. Das heißt, ich gehe hin, ich zahle Geld und kriege dann nicht nur die Software, die ich selber laufen lassen kann, sondern häufig auch eben quasi die Infrastruktur dabei. Das heißt, ich brauche keine Infrastruktur, zumindest viel weniger Infrastruktur stellen und mich darum kümmern. Und für manche durchaus auch sehr, sehr wichtig ist der letzte Punkt, ich habe so einen festen Ansprechpartner, also ich habe eben meine Support-Hotline, wo ich anrufen kann. Das heißt natürlich erstmal nicht, dass dieses Support-Hotline besonders gut ist oder besonders schlecht ist. Also das weiß man nicht. Das hängt auch sehr von unterschiedlichen Themen ab. Und ich habe in beide Richtungen auch tatsächlich persönlich, weil ich solche Software-Erfahrungen gemacht. Also manche Sachen war ich sehr positiv überrascht, manche Sachen war ich sehr negativ überrascht. Muss man eben gucken. Aber grundsätzlich ist das eben etwas, was ich häufig dabei habe. Auf der anderen Seite, wenn ich mir quasi das Gegenstück angucke, also was ist quasi der Nachteil von dieser proprietären Software? Der größte Nachteil, den ich eigentlich habe, ist, ich begebe mich in gewisser Weise in so ein Abhängigkeitsverhältnis zu einem Unternehmen. Und das heißt eben, ich bin so ein bisschen diesem Unternehmen ausgeliefert, häufig als kleinerer Kunde in dem Sinne, also wenn ich mir zum Beispiel Zoom vorstelle und ich stelle mir vor, ich möchte da irgendwie ein spezielles Feature haben oder ich eine Anpassung haben, dann kann es gut sein, dass sie eben sagen, dass es marktwirtschaftlich
einfach nicht relevant, interessiert uns nicht, machen wir nicht. Das heißt, ich habe da irgendwie häufig relativ wenig Einfluss drauf. Genau, und hat tatsächlich an anderer Stelle auch, das ist jetzt bei Zoom sehr unwahrscheinlich, aber was eben man auch mitrechnen muss, ist an anderer Stelle eben, dass Produkte gegebenenfalls auch abgekündigt werden. Das habe ich auch schon mal mitgemacht. Wir hatten damals was eine Software von Atlassian im Einsatz und die haben halt irgendwann gesagt, der Markt dafür ist zu klein geworden, machen wir nicht mehr, sucht euch was anderes. Ohne dann auch eben, dass wir auf was anderes wechseln konnten, sondern wir mussten tatsächlich an der Stelle einen harten Cut machen und sagen, okay, wir müssen uns komplett neu orientieren und ja, haben auch keine direkte Migration dazwischen oder sowas. Genau, was in diese ganze Sache eben auch so ein bisschen reinspielt, ist, dass man eben keine Datenhoheit hat über seine Daten. Häufig heißt Migration und sowas von diesem System weg auf andere Systeme ist dementsprechend auch sehr, sehr schwierig. Es ist natürlich auch im Interesse der Unternehmen häufig, das schwierig zu machen, damit man auch diesen Sachen bleibt. Und naja, das kann dann auch das für mich, hat mit einer Uni zu tun, die es für so einen Videodienst versucht hatte, dann später ihre eigenen Videos, die sie über 2-3 Jahre, das war so eine Projektlaufzeit, aufgenommen hatten, herauszukriegen. Und die Aussage des Dienstleisters damals, naja, können wir wohl exportieren, kostet euch aber quasi nochmal so viel, wie ihr bisher in diesen 3 Jahren bezahlt habt. Und das Resultat heraus war, dass die Uni dann die 5, 6 wichtigsten Videos tatsächlich selber abgefilmt hat nochmal und den Rest gesagt hat, na gut, dann verwerfen wir halt die Daten. Sind so Sachen, also wie gesagt, auch da ist natürlich kein Absolut, sondern aber so Sachen, die man ein bisschen über nachdenken muss. Und letzte Sache ist natürlich Kosten. Unternehmen wollen in der Regel Profit machen, müssen sogar eigentlich Profit machen. Und das heißt, das ist durchaus was, wo ich was reinstecken muss. Aber wir sehen auch gleich, Open Source, also freie Software, heißt auch nicht, dass ich das kostenlos kriege, sondern auch da fallen Kosten an. Genau, also das ist so ein grober Überblick und Sachen, die ich mir bei diesem ganzen proprietären Softwarebereich Gedanken machen muss. Springen wir mal von da zur freien Software. Auch da gibt es natürlich positive und negative Punkte. Erster Punkt ist, ich habe eben keine Lizenzkosten, weil ich eben freie Lizenzen habe, was wie gesagt nicht heißt, dass ich keine Kosten habe. Aber es hat durchaus Vorteile. Das heißt, ich habe eben auch keinen Auslauf in dieser Lizenzen oder keine ungenutzten Lizenzen. Ich muss mir weniger Gedanken darüber machen, ob ich jetzt 1.000 oder 2.000 dieser Lizenzen kaufe, weil ich eben einfach da an der Stelle beliebig skalieren kann. Und genauso bin ich eben ein bisschen unabhängiger von den einzelnen Support-Dienstleistern. Selbst wenn ich das quasi eben einkaufe, weil, ich kann häufig hingehen und natürlich auch da kommt es wieder ein bisschen darauf an, was ich für eine Verträge mit den Leuten habe, wenn ich sowas machen lasse und sagen kann, ich habe einen Supportdienstleister, der unterstützt mich bei dem Einsatz, den kann ich aber notfalls wechseln und das Produkt behalten, ohne dass ich irgendwelche größeren Probleme damit habe. Genau, und notfalls, also wenn ich die Infrastruktur und das Personal dafür habe, dann kann ich sowas natürlich auch selber einsetzen. Wir sind ja hier im Hochschulkontext, das heißt, viele, viele deutsche Universitäten haben irgendwie größere Rechenzentren tatsächlich selber und häufig auch nicht ganz untalentiertes Personal an diesen Rechenzentren. Das heißt, an Stellen kann ich mir auch durchaus mal überlegen, okay, das ist was für uns langfristig wichtig ist und das betreiben wir tatsächlich dann einfach selber. Das ist durchaus eine Option. Damit habe ich natürlich auch nicht keine Kosten, sondern damit habe ich einfach Personalkosten an der Stelle. Aber es ist etwas, was natürlich dann in-house betrieben werden kann und ich bin damit sehr, sehr unabhängig. Letzter Punkt ist auch noch ganz kurz eben so Datenhoheit, die ich darüber habe. Klar, wenn ich meine Daten irgendwie in meinem eigenen System habe, dann kann ich ja auch überlegen, wie ich sie da wieder rauskriege und so weiter. Plus ich habe, wenn es sensible Daten sind, sie auch gegebenenfalls, auch da hängt es natürlich wieder an, ob ich ein Hosting nutze oder nicht, aber gegebenenfalls habe ich sie dann auch tatsächlich auf meinem System am Laufen. Einen Punkt möchte ich hier nochmal gesondert ansprechen, weil das auch eine Sache ist, die so ein bisschen dieses Jahr häufiger aufgekommen ist und das ist Nachhaltigkeit.
Tatsächlich habe ich häufiger dieses Jahr dieses Gespräch geführt von besonders kleineren Hochschulen, die irgendwie gesagt haben, okay, wir haben jetzt irgendwie Pandemie und wir haben ganz am Anfang ein paar das und das gekauft. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut, aber das können wir uns nicht auf Dauer leisten. Und da muss man natürlich überlegen, auch freie Software muss man finanzieren. Also auch da die Dienste, wie gesagt, die kommen einem nicht kostenlos, aber ich kann halt also so diese Dienste erstmal weiter nutzen, auch nach meinem Projektende zum Beispiel. Und ich kann gegebenenfalls irgendwie Phasen von Nichtfinanzierung überbrücken. Oder zumindest in dem Sinne, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich will es nicht großartig weiterentwickeln. Ich fahre das die Betreuung auf ein Minimum herunter. Heißt, ich muss vielleicht noch Sicherheitspatches oder sowas einspielen. Also ganz auf Null kann man es selten fahren. Aber man kann das signifikant reduzieren. Und das heißt natürlich auch, dass ich eventuell dann sowas machen kann wie, okay, ich habe jetzt ein dreijähriges Projekt, da läuft es ganz gut, da habe ich eine gute Finanzierung dafür. Damit läuft die Finanzierung aus. Ich kann es aber schaffen, dass ich das am Leben halte und dann vielleicht später, ein Jahr später nochmal eine Finanzierung kriege, wo ich dann größere Updates mache oder sowas. Also das ist etwas, was sich da sehr viel leichter ist als bei der eingekauften Software. Wo ich halt eben einen sehr stetigen Geldfluss im Grunde genommen habe. Genau, und das andere geht auch so in die ähnliche Richtung. Also ich kann halt auch da meine ja, anpassen, wie viel ich brauche. Also ich brauche nicht vorher sagen, ich brauche aber so und so viele Lizenzen oder sonst was, sondern kann einfach hoch oder runter skalieren an der Stelle. Genau, und der letzte Punkt ist eben auch, an der Stelle, ich habe eben Einfluss auch langfristig. Also wenn ich meine Nutzung leicht ändere, dann kann ich eventuell auch hingehen und sagen, okay, ich kann das Tool anders konfigurieren oder eben gegebenenfalls auch so da tatsächlich mit der Entwicklung irgendwie anpassen. Und damit entwickelt sich quasi das Tool mit meinen Bedürfnissen. So, das Ganze hat aber auch ein paar Nachteile natürlich. Und im Grunde genommen, dieser langsame Einstieg ist fast der Hauptnachteil. Das ist so das, wo man sich wahrscheinlich auch, oder wo man ja wahrscheinlich auch die anderen Punkte darunter zusammenfassen könnte. Also ich habe eben weniger Leute, die zu mir kommen und das mir das anbieten. Weniger Werbung in dem Sinne auch. Und das heißt, ich muss ein bisschen selber ja, danach suchen und danach gucken. Und selbst wenn ich das Tool gefunden habe, wenn ich es nicht selber betreiben will, dann ist gleich die zweite Frage, naja, wer supportet es denn? Und ich habe eben die Auswahl zwischen mehreren Support-Dienstleistern gegebenenfalls und muss auch da eben ein bisschen Zeit reinstecken und ein bisschen raussuchen, was ist da sinnvoll, wer ist da am sinnvollsten, wie funktioniert das und so weiter. Eine der größten Gefahren ist dann, dass Leute zwischenzeitlich sagen, ach, das kostet doch nichts, ist ja freie Software, kann ich hier ja einfach so nehmen. Und ich habe es jetzt ja schon mehrfach gesagt, also ich habe aber tatsächlich trotzdem Kosten. Also ich muss trotzdem irgendwie Geldmittel oder eben Personalmittel dafür einplanen, dass das Ganze läuft. Und wir haben den vergangenen Jahren und auch eigentlich auch dieses Jahr sehr, sehr stark wieder gesehen, dass durch veraltete Software oder sowas durchaus auch Probleme entstehen können. Also Sicherheitslücken quasi in die eigene Infrastruktur reinkommen können und so weiter. Das heißt, dieses kostet doch nichts, muss man ein bisschen vorsichtig mit sein. Es kann sein, dass es weniger kostet, aber nichts ist in der Regel nicht richtig. Genau, und die letzte Sache, die ich natürlich machen muss, ist Infrastrukturplanung. Also das ist natürlich weniger, wenn ich es mir komplett einkaufe als Hosting, aber eben sehr, sehr stark, wenn ich es dann tatsächlich in meiner Infrastruktur hoste, muss mir Gedanken machen, was brauche ich eigentlich an Infrastruktur dafür und so weiter. Und das ist eben weniger, weil eben häufiger gehostet bei den proprietären Sachen. Also das sind einfach nur da so ein paar Anregungen, die man da irgendwie mitnehmen kann. Und damit gehen wir auch mal weg von diesen Einzelpunkten und gucken mal, wie man sich entscheidet. Und im Grunde genommen ist tatsächlich eigentlich das, was hier das Kätzchen macht, das Richtige. Bisschen drüber nachdenken, ein bisschen ausruhen und in Ruhe eine Entscheidung treffen, was natürlich nicht immer ganz einfach ist, gerade in diesem Jahr. Von daher, so ein paar Punkte habe ich einfach mal mitgebracht, also es sind im Grunde genommen so Fragen, die man sich stellen kann, wo man schon mal in die eine oder andere Richtung gehen kann. Die erste Frage ist natürlich,
So, und da hat man gesehen, was passieren kann. Irgendwie hat es mich gerade rausgekickt. Ich hoffe, ihr hört mich wieder. Ich war gerade bei der Frage, habe ich Personal? Genau, da ist natürlich die Frage, kann ich es überhaupt selber betreiben? Wenn ich niemanden habe dafür, dann muss ich eben hingehen und mir zumindest einen Support-Dienstleister suchen oder eben tatsächlich hingehen und mir Sachen einkaufen. Die gleiche Frage, habe ich Infrastruktur? Wenn ich meine Infrastruktur da nicht leisten kann, dann geht es halt in Richtung, ja, ich muss es irgendwie gehostet haben, auch da proprietär oder Open Source, aber zumindest nicht selbst aufgesetzt. Spannende Frage ist immer, was sind das für Daten, die ich habe? Also sind die besonders schützenswert? Wenn sie besonders schützenswert sind, dann sind es halt Sachen, wo ich drüber nachdenken muss, dass ich es zumindest hier vielleicht landesintern irgendwo liegen habe, aber im Optimalfall sogar tatsächlich die Hoheit über diese Daten habe. Ja, und dann eben so diese Nachhaltigkeitsfrage, wie lange will ich das betreiben? Ist das nun mal kurz irgendwie etwas oder ist das was, was wirklich lange im Einsatz sein wird? In dem Fall kann es eben durchaus sinnvoll sein, dass ich das zu mir hole auch. Und der letzte Punkt ist eben so ein bisschen auch die Frage, wie stehe ich denn meine Geldmittel? Wenn ich das gut durchfinanziert habe für einen langen Zeitraum, dann weiß ich natürlich auch, dann kann ich halt auch einfach das kaufen und bin damit in Anführungszeichen alle Probleme los, wobei auch das stimmt natürlich nicht. Man hat in der Regel eben immer noch Support-Anfragen und so weiter. Aber ja, das ist so eine Sache, die ich machen kann. Wenn es nicht so klar ist, dann habe ich mit freier Software ein bisschen mehr Möglichkeiten. Gut, letztes Slide eigentlich wirklich noch. Das geht jetzt wirklich so ein bisschen auf freie Software nochmal ein. Die Frage da ist eben, die an mich auch häufiger mal herangetragen wird, was ist eigentlich so der Einstieg? Also wie gesagt, proprietäre Software ist es häufig so, dass die Leute vor meinem Schreibtisch stehen und sagen, bitte nehmen Sie das oder das oder das und mir das direkt anbieten. Bei freier Software sieht es ein bisschen anders aus. Tatsächlich ist es häufig so, dass man da ein bisschen Eigeninitiative zeigen muss und ein bisschen gucken muss. Und die Orte, wo man so etwas herausfinden kann, sind dann entweder eben die jeweilige Community, was heißt vielleicht einfach mal mit der befreundeten Nachbaruniversität oder Hochschule sprechen, wo man vielleicht sogar weiß, dass sie irgendwas in diese Richtung im Einsatz haben und da eben gucken, wie erfolgreich das ist. Ist sicherlich nie verkehrt und wenn man schon weiß, in welche Richtung man gehen will und mit welchem Projekt man was machen will, auch da viele, viele dieser Open Source Projekte haben eben eine öffentliche Community, wo man auch tatsächlich mal eine sehr einfache Frage einstellen kann. Also wirklich ein, wir wollen dies, das, jenes machen. Ist das hier eigentlich richtig? Und dadurch, dass man eben nicht mit Unternehmen spricht, die einem sofort sagen, ja, natürlich ist das richtig, geben Sie uns Ihr Geld, sondern mit der Community spricht, kriegt man da meistens ein etwas besseres Bild auch. Auch das gilt natürlich für proprietäre Software genauso. Diese Communities sind da etwas seltener, aber für manche Tools gibt es die genauso und auch da ist es dann durchaus etwas, was man machen kann. Genau, Dienstleister kann man auf jeden Fall immer mal anfragen. Das ist auch ganz gut, weil man da zum einen Wissen herkriegen kann. Also kann ich notfalls Support kriegen, selbst wenn ich selber versuche, was ist quasi im Notfall. Und was man auch ganz gut mal machen kann, ist tatsächlich einfach denen sagen, okay, wir wollen grob dieses haben, guckt doch mal drüber, denkt ihr, dass das sinnvoll ist und gibt uns doch mal so ein grobes Angebot für eine Schätzung von dem, was ihr denkt, wie teuer das wird und so weiter. Also da kriegt man eben auch häufig zum einen eben für Kosten einen ganz guten Eindruck, zum anderen aber auch tatsächlich häufig so ein, ihr habt euch das überlegt, das ist nicht so sinnvoll, das macht auch niemand sonst. Wenn ihr den Punkt streicht, wird es viel, viel günstiger und viel, viel einfacher und viel, viel angenehmer für alle. Ist durchaus was man da mal machen kann. Und genau, der letzte Punkt, wo man sich auch einfach dran wenden kann, das ist auch natürlich, wenn ich ein Projekt schon weiß, was mich interessiert, dann stehen hinter diesen größeren Open Source Projekten häufig irgendwelche Institutionen. Das heißt, entweder wenn es hier eine deutsche Institution ist, dann ist es ein gemeinnütziger Verein häufig oder amerikanische Foundations gibt es auch. Also weiß ich nicht, Apache Foundation hat man vielleicht schon mal gehört oder sowas. Gibt es aber für viele, viele Projekte,
Und auch an die kann man sich natürlich einfach mal wenden und sagen, ich habe keine grobe Übersicht, ich interessiere mich aber für das Projekt, können wir uns mal darauf hinweisen, was ich so machen kann. So, genau, das ist gewesen. Dann können wir mal ganz kurz gucken. Ich sehe, links gibt es schon zwei Fragen. Die erste Frage ist hier, wie wird sich Ihrer Meinung nach die Auflösung des Privacy Shields auf die Verbreitung von freier Software in der Lehre auswirken? So, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die Antwort ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig tatsächlich. Also tatsächlich habe ich eigentlich mit Leuten geredet und beides gehört, die einen, die sagen, ach, ist uns völlig egal, machen wir jetzt trotzdem, also gerade in der aktuellen Situation. Ob sich das Ganze so durchsetzen lässt, ist natürlich eine spannende Frage langfristig. Auf der anderen Seite kann ich mir durchaus vorstellen, dass es langfristig wieder zu einem weiteren Abkommen kommen könnte. Es ist zumindest im Interesse von vielen, vielen Leuten und von daher kann das durchaus sein. Ob es wirklich so ist, kann man natürlich nur grübeln. Ansonsten kann ich allerdings sagen, dass insgesamt in der deutschen Hochschulszene das ganze Thema Privatsphäre relativ hoch gehalten wird. Und das sieht man auch, wenn sich deutsche Hochschulen für dieses Thema interessieren, dann startet halt an ganz, ganz vielen Stellen auch in diesen Projekten so eine Privatsphäre-Diskussion und so weiter. Also es gibt viele, die da auch wirklich auch Wert legen und für die ist das durchaus etwas. So, nächster Punkt, was alles gehört zur Infrastruktur. Das hängt tatsächlich so ein bisschen natürlich von den einzelnen Produkten ab. Ich kann ja einfach mal ein Beispiel geben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sowas denke wie Videoconferencing, was ja in diesem Jahr alle Leute in Einsatz gebracht haben, dann ist es etwas, wo ich euch Gedanken machen muss, ist natürlich irgendwie, wie sieht es aus mit meinen Netzen? Also habe ich eine passende Internetanbindung? Auf der anderen Seite wie sieht es aus mit meinen Serverkapazitäten, also so Rechenleistung tatsächlich? Das gehört dazu, was bei Video Conferencing, also zumindest wenn ich dabei bleibe, erstmal keine größere Rolle spielt, ist irgendwie sowas wie Storage oder sowas. Das kann aber durchaus anders sein bei anderen Sachen. Und der wichtige Punkt ist halt tatsächlich bei der Infrastruktur immer rauszufinden, was ist eigentlich das, was hierbei wichtig ist. Also anderes Beispiel ganz kurz, wenn ich irgendwie ein Chat-System hochziehe, da spielt in der Regel Rechenkapazität weniger eine Rolle. Das Einzige, was da eine größere Rolle spielt, ist irgendwie die Erreichbarkeit. Also das Ding sollte möglichst nicht ausfallen. Das ist wichtig, aber solange ich da eine stabile Internetverbindung habe, ist es infrastrukturmäßig relativ einfach. Was haben wir sonst noch? Gibt es auch Open Source Software, die darauf ausgelegt ist, wissenschaftliche Hausarbeiten zu schreiben? Muss ich zugegebenermaßen sagen, bin ich jetzt weniger drin? Ich habe diese Diskussion schon ein paar Mal gehört und ich habe in unterschiedlicher Richtung auch schon was gesehen. Also es gibt sowas wie, ich meine, es heißt Leaflet, was irgendwie so in Mathematik-Informatiker-Kreisen, ich kann meine LaTeX-Dokumente gemeinsam schreiben und so weiter. Es gibt für wissenschaftliche Datenverarbeitung, gibt es sowas wie Jupyter Notebooks, was da ganz nett ist. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich in dem Sinne kein großer Experte bin. Und übrigens, was ich so in den letzten ein, zwei Jahren ganz größerer oder zumindest größerer Beliebtheit als Alternative für so einfaches, kollaboratives Arbeiten erfreut ist, sowas wie OnlyOffice und Collabora, was halt ja sehr simpel ist, aber das wollen auch viele Leute, dass es wirklich simpel ist. Infrastruktur habe ich schon. So, genau. Ich glaube, dann haben wir alles. Ich bin da jetzt gerade ein wenig wild durch diese Fragen gesprungen. Aber ja, das ist
im Grunde genommen fast an Punktlandung. Wir haben noch 30 Sekunden, dann müssen wir auch tatsächlich Schluss machen. Dann würde ich jetzt einfach sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr irgendwie, falls Sie noch irgendwie Interesse haben, darüber zu diskutieren, stehe ich auch gerne bereit. Ich bin morgen sicherlich noch im Opencast Showcase ansprechbar oder sonst auch gerne einfach mal irgendwie so kontaktieren, egal ob per E-Mail oder einfach mal durchrufen oder auf sonstigen Wegen. Also der Kommunikationsweg ist da relativ egal. Gerne einfach mal kontaktieren. Ja, vielen, vielen Dank.